Wie alle Hundebesitzer, verzeihung, sind wir unendlich verliebt in den Hund. Weil wir sind hundertprozentig sicher, es ist erstens der schönste Hund, den es gibt. Zweitens der klügste Hund. Drittens der liebste. Viertens der eleganteste. Bitte, wie die Lilly läuft. Das ist ja wie gemacht für den Laufstuhl. Komm her zu mir. Irgendwann einmal kommt sie drauf, dass ich nicht mit bin, und dann bleibt sie stehen. Also sie will immer, dass beide, Herrli und Fräuli, sollen da sein. Und ganz lustig ist, wenn es spöttische Bemerkungen gibt, manchmal mit Humor, manchmal auch ohne, gibt es gelegentlich, ganz selten. Interessant ist Folgendes, das traue ich mich natürlich sagen mit meinen 1,95 nach dem Frühstück. Es sind meistens sehr kleine Menschen, interessanterweise, die dann gerne den Standardsatz sagen, ist das überhaupt ein Hund? Ich habe noch nie zurückgefragt, ob die Größe ausreicht für einen Menschen da sein, weil das wäre äußerst unelegant und unfein, genauso unelegant und dumm vor allem wäre es, ist es, einen kleinen Hund das Hundsein abzusprechen. Die hat alle Wesenszüge eines Hundes. Und das ist ja auch keine Kleinzüchtung, sondern die gibt es seit tausenden Jahren in dieser Form. Kommt aus dem heutigen Mexiko. Die aztekischen Priester haben diese Hunde verehrt und, wie ich gehört habe, sogar verzehrt. Das gefällt mir weniger, aber bitte. Aber ich denke mal, was geht schon raus aus so einem Chihuahua? Manchmal denke ich mir, man ist enthusiastisch und knabbern, welcher. Ich liebe sie und herze sie und unablässig. Großes Geständnis, jeder weiß es. Der so einen kleinen Hund hat, oder auch einen großen, dass man ihn herzt. Denke mir manchmal, wenn ich ihre Ohrwascheln so nehme, denke ich mir, wie viele Chihuahuas braucht man für ein Sackerl Chips? Ne? Und diese Ohrdövre könnte man es nennen, um diese Ohren knusprig herauszupacken. Wisst ihr? Entschuldige, da ist immer streng mit mir. Aber man sagt ja, man hat jemanden zum Fressen lieb, oder? Es verändert sich das Leben mit Hund nur zum Positiven, weil ein Hund rührt an einem bestimmten Teil der Seele. Und man kann es auch nicht vergleichen. Ich habe zwar kein Kind, aber ich habe von meinen Freundinnen mir sagen lassen, man kann das nicht vergleichen. Man liebt das Kind, aber der Hund rührt einem in ganz anderer Art und Weise und liebt man wieder anders. Und das Schöne, glaube ich, ist, dass sie, das überhaupt bei der Lilly, das ist immer irgendwie, da hast du immer was zum Drucken, es ist immer wer da, wenn der Dieter länger in der Redaktion ist, dann kann ich ihr alles erzählen. Ich erzähle alles auch. Sie erzählt es mir aber weiter. Naja, das ist leider, aber sie, in letzter Zeit, glaube ich, haben wir einen Pakt geschlossen, ja. Die Lilly und ich erzähle sie nicht mehr alles weiter. Hallo. Wir kuscheln miteinander, weißt du, es ist wer da. Es ist ein Lebewesen, die paar Monate, wo ich ohne Hund war, es ist furchtbar, in eine Wohnung zu kommen, wenn du es gewöhnt bist. Du kommst in eine Wohnung. Das Trappeln auf dem Parkett. Ja, du hörst nichts, es ist alles ruhig. So Wahnsinn, wenn die daherkommt. Es ist furchtbar. Und noch was ganz Wichtiges. Wenn man glaubt, es ist was furchtbar schrecklich und bedrückt einem Hund ins Antlitz zu schauen, nimmt einem den Schrecken. Es ist, je mehr man sich über Menschen ärgert, desto mehr empfehle ich, Hunden ins Gesicht zu schauen. Ja, sie nimmt einem den Streit, ja. Stimmt. Ich sage mindestens drei bis viermal am Tag, und zwar aus reiner Seele, wirklich reiner Seele. Also es ist in jeder Weise gesund. Es ist für den Körper gesund und für die Seele gesund, ein Tier zu haben. Und das Schlusswort heißt? Leine oder alleine? Lieber Leine. Jetzt ziehen wir Leine. Für mich ist schon so, dass der Hund ganz viel verändert hat. Viel mehr noch, als man zuerst glaubt, wenn man ihn kriegt. Es ist durch dieses Gezwungensein, irgendwo mit ihm rauszugehen, wird dann zu was, auf was man gar nicht mehr verzichten möchte. Es wird zu einem so wichtigen Bestandteil des Lebens, in der Früh rauszugehen und so wie hier eine Stunde, eineinhalb Stunden im Freien zu verbringen und dabei, was mir dank des Hundes gelingt, ist, mich zurückzunehmen und nicht so verkrampft ein Ziel zu verfolgen, sondern ich kann mich so wie da jetzt da so herhocken und hinschauen und zuschauen, wie er 10 Minuten lang an einem Ast kaut.
gell Benji? Und das ist eine Qualität, die ich mir gar nicht vorstellen kann, dass man die ohne Hund findet, weil das würde ich allein ohne Hund sitze dich nicht da und schaue da so ins Nichts. Und das ist eine Form des Abschaltens und der Ruhe, an die man sich nämlich durch die Regelmäßigkeit auch, dadurch, dass man es jeden Tag hat, an die man sich so gewöhnt, dass man fast abhängig ist davon. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Jetzt wird er doch schon alt und irgendwann muss man sich auch damit auseinandersetzen, dass es ihn irgendwann nie mehr gibt. Und ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie das dann sein wird. Ja, für mich ist es wirklich so, dass die Zeit des Tages, die man mit dem Hund verbringt, versuche ich so zu gestalten, dass sie auch wirklich seine Zeit ist. Das heißt, da gibt es kein Drängen und eilig haben und jetzt komm und da, sondern das ist, da soll er stehen bleiben dürfen, wo er mag. Und da soll er sich die Zeit nehmen können, die er mag. Und da ordne ich mich quasi unter und das mache ich total gern. Mein Name ist Thomas Schäfer-Ellmayr und ich bin jetzt gerade mit meinem Rex unterwegs am Josefsplatz, wo wir vom Palais Pallavicini von der Tanzschule Ellmayr jetzt hinüberspazieren zum Heldenplatz. Die Leute, also die meisten, sind ganz begeistert von ihm, weil er halt so freundlich ausschaut. Das ist das Glück, das er hat, weil ja nicht alle Hunde freundlich ausschauen, obwohl ich glaube, die meisten freundlich sind. Ich bin überhaupt überzeugt davon, dass es gar keine bösen Hunde gibt. Wir haben ihn kennengelernt auf einem Bauernhof und da war er der Hofhund und war Liebe auf den ersten Blick. Und als wir dann weggefahren sind, ist er nur noch weggelaufen von dem Bauernhof, bis ein paar Monate später dann der Bauer gesagt hat, er kann das nicht mehr mitmachen, der Hund muss weg. Und da haben wir ihn dann eben bekommen. Auf diese Tour hat er sich durchgesetzt. Und seitdem ist mein Leben restlos verändert, weil ich jeden Tag so 2-3 Stunden mit dem Hund gehe, wie man jetzt gerade wieder sieht. Und da muss er natürlich jetzt sämtliche Botschaften lesen, die da zu lesen sind. Das gehört auch dazu zum Hundeleben. Ist das sehr wichtig, dass Hunde eben auch Zeitung lesen können. Also früher sind hier die Hunde herumgetobt und man konnte nie, also ich bin wirklich sehr, sehr häufig durchgegangen hier, nie eine Rauferei gesehen, nicht ein einziges Mal, also höchstens einmal kleinere Scharmützel, aber da sind keine Verletzungen oder was aufgestellt. Menschen wurden überhaupt nie belästigt von den Hunden in irgendeiner Weise und trotzdem hat man dann irgendwann beschlossen, auch das darf nicht mehr sein und war natürlich an sich schon gesetzwidrig, weil ja die Hunde immer, hier gibt es ja diese Leinen- oder Maulkorbpflicht und die hatten oft weder das eine noch das andere, aber es war schön, es war wunderbar, dem zuzuschauen und für die Touristen war es eine richtige Attraktion. Die haben das ja gefilmt, fotografiert und so weiter. Jetzt haben sie die Hunde da oben in so eine kleine Hundezone verbannt, die ich noch nie aufgesucht habe, weil sie einfach viel zu eng ist. Grundsätzlich ist Hundezone natürlich was Gutes, aber es ist nur das Zweitbeste, weil an sich ein Hund natürlich ein Lauftier ist und Bewegung braucht und sehr frustriert ist, wenn er immer nur an der Leine herumlaufen muss. Und Maulkorb natürlich noch mehr frustriert. Also ich glaube nicht, dass wir da sehr friedliche Hunde züchten, wenn wir sie ständig so einengen. Das Wichtigste ist, dass man diesen Hundekot wegräumt, wenn man ein Hundebesitzer ist. Das Zweite ist natürlich, dass man die Verantwortung hat, dass der Hund niemanden verletzt, auch nicht andere Hunde beißt. Es kommt ab und zu Scharmützeln, aber gerade wenn ich den größeren Hund habe,
dann muss ich natürlich den besonders unter Kontrolle haben, weil die Größenunterschiede bei Hunden schon bei Auseinandersetzungen wirklich gefährlich sein können. Zwei gleich große Hunde, da passiert meistens nicht viel, aber bei sehr großen Unterschieden ist es schon gefährlich. Und deswegen muss man natürlich, wenn man weiß, ein Hund ist, sagen wir mal, bei Rüden ist das ja häufig so, eher dominant und duldet keine anderen Rüden oder vertragt sich nicht so gut mit denen, dann muss man eben dafür sorgen, dass der entsprechend unter Kontrolle ist. Er ist natürlich ein Ladykiller. Er hat schon 14 Kinder gezeugt. Ehrlich? Ja. Alle 14 sind unglaublich. Nein, leider haben nur 12 überlebt, aber alle 12 sind also unglaublich nette Hunde. Die haben das von ihm geerbt. Nein, er ist ein Hund, der wahnsinnig sensibel ist und sich immer danach schaut, wo bin ich und was mache ich. Und also ich habe noch nie einen Hund gehabt, der so aufmerksam und gelehrig auch ist wie er. Mein erster Hund war ein Kuvas, ein ungarischer Hirtenhund. Der war genau das Gegenteil. Wenn wir spazieren gegangen sind da im Rheintal in Vorarlberg, dann habe ich den auf 20 Minuten lang überhaupt nicht gesehen, weil er irgendwo in der Gegend rumgerast ist und war auch sehr schwer zu erziehen. Also hat immer unglaublich gezogen an der Leine und alle diese Dinge, während ich bei ihm ja mit einem Geschirr gehe, was viel, viel besser ist als Leine. Und wenn ich ihm sage, nicht ziehen, dann lässt er auch sofort nach. Sonst ist er natürlich schon auch sehr interessiert daran, möglichst rasch irgendwo hinzukommen, zu anderen Hunden oder zum Spaziergang.